Ja, hallo, mein Name ist Chris. Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von mir hier wieder im Bereich OpenOffice Calc. Ja, in diesem Tutorial zeige ich euch gleich vier Funktionen und zwar hängt es damit zusammen, dass sich zwar der Funktionsname immer ändert, aber die Parameter, die sind absolut identisch und deswegen habe ich mir gedacht, ich werde gleich alle vier Funktionen hier integrieren in dieses Tutorial, damit bei der Wiederholung das Ganze dann ein wenig schneller festsitzt. Wir benutzen hier dbmin, dbmax, dbmittelwert und dbsumme und dafür habe ich eine kleine Tabelle vorbereitet. Ich kopiere die mal ganz kurz hier rein mit Steuerung V und wenn wir uns die Tabelle mal etwas genauer anschauen, dann sehen wir hier einfach nur eine Durchnummerierung hier in der ersten Spalte. Also wenn ihr Datenbanken habt, die zum Beispiel 10.000, 20.000 Zeilen lang sind, dann könnt ihr das hier natürlich entsprechend genauso machen und in der zweiten und dritten Spalte habe ich sozusagen die Personalnummer und den Nachnamen und wie ihr seht, das wiederholt sich und ist natürlich dann entsprechend zwischen Spalte, also zwischen den zwei Spalten natürlich dann identisch und das gleiche für 8, 9 und 10. Und dann gibt es halt für den jeweiligen, ich sage jetzt mal Mitarbeiter, entsprechende Umsätze an bestimmten Tagen. Das heißt, wir würden jetzt einen neuen Eintrag hinzufügen und ja klar, meinetwegen jetzt Mustermann 1 würde jetzt nochmal am 9. einen Umsatz machen und das tragen wir dann entsprechend hier ein. Jetzt möchte ich zum Beispiel über die dbmin-Funktion ja den kleinsten Wert raussuchen und ja, das geht super simpel. Starten wir auch direkt damit durch, dass wir sagen, wir kopieren uns erstmal hier diese Spaltenköpfe mit Steuerung C, nachdem wir die markiert haben. Ich füge die dann hier ein mit Steuerung V. Ich mache das hier ein wenig kleiner und das werden jetzt gleich unsere Suchkriterien sozusagen aus der ganzen Datenbank und hier möchte ich gerne ja den Minimumwert haben. Das heißt, ich trage jetzt mal einfach ein dbmin. Ihr könnt natürlich auch was anderes hinschreiben und drücke Enter. Genau in der Zelle möchte ich jetzt die Funktion eintragen. Ich mache das Ganze mal ein bisschen kleiner. So und zwar können wir jetzt das über den Funktionsassistenten machen. Ich mache das mal ganz kurz, aber wir werden das gleich händisch machen. Der Funktionsassistenten, einfach hier einmal raufklicken. Dann können wir D eintragen. Dann sehen wir schon, kommen die ganzen Datenbankgeschichten. Und da seht ihr schon dbmin. Und dann können wir über Weiter hier die Parameter ebenfalls eintragen. Ja. Ich mache das aber anders. Ich gehe wieder raus und trage direkt in der Zelle ein Gleichheitszeichen ein. Das geht nachher, wenn man sich damit ein bisschen auskennt, nämlich wesentlich schneller als über den Funktionsassistenten und gebe hier einfach ein dbmin, Klammer auf und dann seht ihr schon den Hinweis, was jetzt erwartet wird für Parameter. Das heißt einmal die Datenbank, das ist dieser ganze Bereich hier, den markiere ich jetzt. Dann geben wir ein Semikolon ein und dann kommt das Datenbankfeld. Das Datenbankfeld, was wir jetzt wollen, ist der Umsatz und das können wir direkt hinschreiben. Wir haben ja den Spaltennamen und können jetzt mit Anführungszeichen oben direkt Umsatz eintragen. Anführungszeichen oben, damit wir das abschließen und dann wieder ein Semikolon und dann kommen die Suchkriterien. Die Suchkriterien befinden sich hier und da markieren wir hier den ganzen Bereich und zwar nicht nur die Spaltenköpfe, sondern wir wollen ja auch etwas eingeben. Also ziehen wir die Maus ein Stückchen runter, damit wir hier auch unsere Suchkriterien eintragen können später. Ich werde jetzt ein Enter drücken und dann steht hier 0. Wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal an. Ich nehme jetzt mal, nehmen wir mal Mustermann 10, weil das einfach ist. Der steht hier nur einmal in der gesamten Datenbank und trage hier einfach als Nachname mal Mustermann 10 ein. Wichtig ist natürlich, dass das wirklich stimmt, was wir hier eintragen. Ich drücke jetzt Enter und dann sehen wir 1000, weil derjenige hat ja nur einen einzigen Eintrag, also ist der Minimalwert natürlich oder der kleinste Wert natürlich auch nur dann die 1000. Gebe ich jetzt zum Beispiel Mustermann 1 ein, dann sehen wir hier zwei Einträge, einmal die 100 und die 500, also muss jetzt hier gleich 100 rauskommen. Mit einem Doppelklick werde ich hier einfach nur die 0 wegnehmen oder eine 1 jetzt hier so eintragen und dann sehen wir, ist das 100 und genau das wollten wir. Super einfach, super simpel. Das gleiche, um das mal ein bisschen weiter zu spielen, gehen wir jetzt dbmax ein. Ich werde jetzt hier wieder die Überschrift eintragen, dbmax
Max, wie gesagt, ihr könnt natürlich andere Überschriften nehmen, das ist jetzt nicht so wichtig. Und dann wieder gleich, und zwar als Funktion db max, Klammer auf, dann haben wir wieder unsere Datenbank, die wir auswählen, geben ein Semikolon ein, unser, ja, sagen wir mal, Feld, was wir jetzt berechnen wollen, ist der Umsatz, das heißt Anführungszeichen oben, Umsatz reingeschrieben direkt, Anführungszeichen oben, Semikolon und dann unsere Suchkriterien und das ist ebenfalls wieder dieser Bereich inklusive der Eingabe Spalten sozusagen oder Zellen. Wieder Enter gedrückt und dann sehen wir 500. Wir schauen nochmal nach, Mustermann 1, Mustermann 1, 100 als kleinster Wert und dann hier Mustermann 1, 500 als größter Wert. Tragen wir jetzt hier wieder die 10 ein für Mustermann 10, dann sehen wir 2 mal 1000, weil der kleinste und der größte Wert ist halt 1000. Wie man sieht, funktioniert das hervorragend. Wir können jetzt hier noch den dB Mittelwert eintragen. Ich schreibe das jetzt auch mal. dB Mittel, also mit reicht, ihr wisst ja, was ich meine. Und darunter wieder ein Gleichheitszeichen dB und zwar richtig schreiben. Mittelwert, Klammer auf. Dann wieder unsere Datenbank. Alles hier ausgesucht, wie gesagt, inklusive der Spaltenköpfe, ein Semikolon, wieder Anführungszeichen oben. Wir wollen den Umsatz, und zwar den Mittelwert vom Umsatz. Anführungszeichen oben, Semikolon, und dann haben wir hier wieder unsere Suchkriterien, also unseren Suchbereich. Wir drücken Enter und der Mittelwert ist hier 1000. Tragen wir hier beim Mustermann meinetwegen wieder 1 ein und drücken Enter, dann sehen wir, Mittelwert ist 300, rechnet er perfekt aus. Wir haben jetzt noch die Summe. Das ist genauso simpel. Das heißt, wir tragen dB Summe ein. Ich gehe dann runter. Wieder ein Gleichheitszeichen. dB Summe. Klammer auf. Wie gesagt, hier unsere Datenbank auswählen. Ein Semikolon. Anführungszeichen oben. Umsatz. Falls ihr mehrere Spalten habt, wo ihr aber andere Sachen berechnen wollt, könnt ihr natürlich da auch genau andere Einträge hinschreiben, dann ein Semikolon und dann diesen Bereich wieder aussuchen und Enter drücken. Ihr seht ja jetzt, momentan haben wir das so gemacht, die dB-Summe von beiden, ihr seht ja Min und Max, wir haben ja nur diese beiden Einträge, sind 600, das ist super. Wir werden jetzt hier mal ganz kurz die 10 nehmen. Das kann nämlich nur 1000 sein, weil es gibt nur einen Eintrag, der summiert das auch entsprechend und das passt perfekt. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist jetzt natürlich, wir können jetzt statt den Nachnamen natürlich auch andere Sachen eingeben. Wir können jetzt hier den Mustermann zum Beispiel löschen und können jetzt die Personalnummer dafür eintragen. Ich trage jetzt mal hier eine 1 ein und im Grunde genommen ist das genau das gleiche Ergebnis. Wir können jetzt hier die 10 eintragen. Wir können hier zum Beispiel sagen, wir möchten hier nur die Nummer eintragen. Das heißt, wir löschen das hier wieder. Und ich trage jetzt hier zum Beispiel die 8 ein. Dann bezieht sich das wirklich nur auf diesen jeweiligen Auszug. Was wir noch machen können, ist zum Beispiel, wir werden mal hier das Datum eintragen, um die Summe berechnen zu lassen. Wir nehmen einfach mal den 7.07.07. 15. Und wenn wir jetzt Enter drücken, dann sehen wir, passiert gar nichts. Warum nicht? Achso, weil wir nicht den 7.7. haben. Das ist natürlich auch wichtig. Wir haben hier nur den 7.1. Das heißt, ich ändere das mal ganz kurz, drücke Enter und dann sehen wir schon, und zwar vom 7.1. ist der kleinste Wert 700, der größte 800 und dann wird auch gleich der Maximalwert. Also hatten wir ja 7.800 und Mittelwert 750 und die gesamte Summe auf 1.500 berechnet. Alles stimmt und so wollten wir das auch haben. Wie gesagt, man kann natürlich noch wesentlich mehr machen und ich denke mal, aber für die ersten Schritte müsste das erstmal reichen. Ihr seht ja Min, Max, Mittelwert, Summe habt ihr jetzt alles gehabt. Ihr habt eine Datenbank, wo ihr das machen könnt. Ihr habt hier die Möglichkeit, Suchkriterien einzutragen. Und wie gesagt, ich hoffe, den einen oder anderen hat das Tutorial geholfen. Ich würde mich jedenfalls freuen. Und ja, vielleicht sehe ich euch bei weiteren Tutorials. Ich würde mich jedenfalls freuen. Bis dahin.
Ciao.